Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Wilden, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt, haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihn und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Rechte des Vaterlands und die Opferbereitschaft für die Heimat. Das Heimatland nimmt einen erhabenen Platz in den Herzen seiner Angehörigen ein. Zugehörigkeitsgefühl zum Vaterland gilt daher als eine angeborene Natur, mit der die reine menschliche Seele geprägt wurde. Al-Asma'i, einer der arabischen Gelehrten, möge Allah seiner Seele gnädig sein, sagte, wenn du die Herzlichkeit und Treue eines Menschen prüfen willst, dann prüfe seine Sehnsucht nach dem Vaterland, seine Liebe zu seinen Mitbürgern und sein Bedauern über die vergangenen Zeiten. Zitat Ende. Das Vaterland zu lieben und ihm Treue zu halten, ist so eine religiöse Pflicht. Die islamische Scharia ist deswegen voll an Aufrufen dazu, die Zugehörigkeit zum Vaterland zu verankern und sich für seine Entwicklung und seinen Fortschritt einzusetzen. Als unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, nach Medina auswanderte, verabschiedete er sich von seiner Heimatstadt Mekka und so sagte, was für ein schönes Land du bist, wie lieb du mir bist, wenn deine Bewohner mich nicht vertrieben hätten, wäre ich nicht herausgekommen. Zitat Ende. Und als er dann in Medina ankam und dort blieb, rief er Allah an und so sagte, O Allah, lass uns Medina so sehr lieben, wie wir Mekka lieben oder mehr. Zitat Ende. Dennoch geht es bei der Liebe zum Vaterland nicht um bloße Worte, die man sagen kann, oder um Parolen, die hochgehalten werden. Vielmehr geht es um Verhaltensweise und Opferbereitschaft all derer, die wertvoll und kostbar sind. Wahre Staatsbürgerschaft bedeutet gute Loyalität und Zugehörigkeit zum Heimatland und Sorge um dessen Sicherheit, Stabilität, Fortschritt und Weiterentwicklung. Sie bedeutet auch, dass jede Person sich voll und ganz für ihre Rechte und Pflichten einsetzt. Wahre Vaterlandsliebe ist so auf Opferung und Stolz auf das Vaterland. Denn das Vaterland verdient es, dass wir uns für seine Ehre, seine Entwicklung und seine Erhaltung aufopfern. Eines der wichtigsten Rechte der Heimat ist es, für sie zu opfern. Und es besteht kein Zweifel daran, dass die Selbstaufopferung eine der höchsten Stufen der Aufopferung ist. Allah der Erhabene sagt so im ehrwürdigen Koran, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihre Gelübde erfüllt haben und unter ihnen gibt es manche, die noch warten müssen und sie haben keine Änderung vorgenommen. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede, auf ihm verkündete Heimatverteidiger, dass sie eine großartige Belohnung im Jenseits erhalten werden, indem er sagte, zwei Arten von Augen berührt das Höllenfeuer nicht. Das Auge, das aus Furcht vor Allah weint und das Auge, das nachts auf dem Weg Allahs Wache hält. Im Koran steht, dass solche Leute den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen im Paradies begleiten werden. So sagt Allah, der Allmächtige, im Koran, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Zitat Ende. Und in einem zweiten Koranvers steht, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat, welche gute Gefährten jene sind. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Die Verpflichtung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber ihrem Vaterland verlangt, dass sie als Einzelpersonen und Gruppen mobilisieren, wenn immer das Interesse des Vaterlands es erfordert. Sie müssen es im Ernstfall mit Leib und Seele verteidigen.
ihre positive Teilnahme an dem, was das Interesse des Vaterlands erfordert, ist das Minimum des Glaubens in Bezug auf die Liebe und Treue zum Vaterland. Das Opfern für das Vaterland ist nicht nur die Pflicht einer Generation, sondern auch ein solidarischer Prozess aller nachfolgenden Generationen. Unter den Richten des Vaterlands nennen wir Folgendes. Erstens, Fleiß und Beherrschung der Arbeit auf vollkommene Art und Weise. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und die Friede auf ihm, sagte so in einer Überlieferung, Allah liebt es, wenn einer von euch eine Arbeit verrichtet, dass er sie vervollkommnet. Zitat Ende. Zweitens, die Erledigung der beruflichen Aufgaben. Denn das öffentliche Amt ist ein Vertrauen und eine Verantwortung und die Erfüllung seiner Aufgaben ist eine gesetzliche und nationale Pflicht. Und die Vernachlässigung der Arbeitspflicht ist eine der gefährlichsten Arten der Korruption. Das Herz des Menschen muss so immer erweckt werden. Sein Gewissen muss rein sein. So muss man wissen, dass Allah wohl sieht, was er tut. Im Koran steht in diesem Zusammenhang, er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Zitat Ende. Drittens, die Achtung der Flagge, der Nationalhymne, der nationalen Symbole und die Parolen des Vaterlands. Die Flagge ist der Titel des Staats, um die sich alle Bürger im Innen und Außen scharen und unter der sie alle ihre Heldentaten und Errungenschaften vollbringen. Der ihr gebührender Respekt ist daher eine der Prioritäten und Säulen beim Aufbau eines Staates. Viertens, das gute Repräsentieren des Vaterlands sowohl lokal als auch global und überall. Man muss sich darum zu kümmern, dass Banner seiner Heimat in allen Ländern noch gehalten werden und dass man ein guter Botschafter seines Landes ist, wo immer es sich befindet. Fünftens, nicht zuzulassen, dass seine Heimat oder seine Möglichkeiten verletzt oder es verbal oder praktisch erschüttert wird. Man muss den Feinden des Landes entgegentreten, indem man es mit Wort, Seele und Wertvollem verteidigt, wenn es zu spät ist. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.